Friends, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin jetzt auf Ibiza mit Alina. Alina, sag mal hallo. Hallo. Und ja. Und ich habe mir jetzt gerade was zu Fuden gemacht. Wassermelone, Apfel und Skier. Alina kocht sich Nudeln mit Kichererbsen, Feta und Champignon-Soße. Geile Kombi, habe ich noch nie so gegessen, aber wird schon schmecken. Und wir haben heute den ganzen Vormittag, es ist jetzt schon 15:06 Uhr, wir haben schon den ganzen Vormittag Bilder gemacht. Du wolltest, wieso gestern, ja um 13 Uhr gehen wir dann an den Strand und so. Ja. 11 bis 13 Uhr Bilder. Um 11 waren wir nicht mal aus dem Bett. Ja, alles gut, ich meine, das war ein Scherz. Ja, und auf jeden Fall waren wir schon sehr erfolgreich und gehen später wahrscheinlich irgendwann noch an den Strand. Und die Küche ist sehr, sehr groß und sehr, sehr cool, finde ich. Und ich zeige euch mal kurz so ein bisschen Außenbereich. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice hier und ich werde euch ab jetzt, wir sind ja gestern angekommen, ab jetzt, das Licht ist kacke, ab jetzt ein bisschen mitnehmen die Tage. Hello Friends, wir liegen gerade am Strand. Ich kann es jetzt wieder filmen, weil ich keinen Speicherplatz hatte. Und ja, wir haben den ganzen Vormittag Fotomarathon gemacht und nachmittags auch noch am Pool. Und jetzt chillen wir ein bisschen am Strand. Es ist jetzt schon 18 Uhr oder so, 5:30 Uhr. Und später wollen wir noch ein bisschen den Sunset catchen, weil es gestern sehr bewölkt war. Aber we'll see, vielleicht sehen wir ihn auch heute. Ich hoffe doch. Es hat, glaube ich, 35 Grad oder so. Also ich hoffe, dass wir heute einen schönen Sonnenuntergang bekommen. Good morning, Friends. Es ist ein neuer Tag. Wir fahren gleich mit dem Bus zum Flughafen und holen uns heute einen Mietwagen, denn wir haben eine Riesenroute quer durch Ibiza geplant. Also von einem Punkt zum anderen Punkt. Alles richtig bekannte Spots für Instagram. Und mal gucken, was wir alles schaffen. Und heute Abend wollen wir dann in der Stadt was essen gehen. Und morgen bringen wir den Mietwagen dann wieder zurück. Jetzt haben wir gerade, wo ich habe gerade schon Kaffee getrunken. Jetzt machen wir hier gerade ein paar Videos von der Villa. Und ja, heute ist wieder mega schönes Wetter. Aber es ist gerade noch nicht so warm, aber es ist echt angenehm gerade, dass es nicht so warm ist. Aber es wird ja heute safe noch warm. Also wenn es hier nicht warm werden würde, dann würde irgendwas nicht stimmen. Und ja, wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Erstmal frühstücken. Ganz einfach. Wir sind jetzt an einem Strand, der ist richtig, richtig schön. Wir haben gerade schon ein paar Bilder geshootet. Und guckt euch mal diese Landschaft an, oh mein Gott. Auf einer Skala von 1 bis 1000, wie schön ist das bitte hier. Und diese Wellen sind einfach Hammer. Und wir warten jetzt noch, bis diese Sonne da oben untergeht. Und dann werden wir noch mal ein paar Bilder machen, so richtig am Wasser. Weil da ist gerade überall noch schlechtes Licht. Good morning, Friends. Wir sind schon seit 5 Uhr wach und sind hierher gefahren. Schaut euch das mal an. Vorher war es noch viel, viel schöner, als die Sonne aufgegangen ist. Wir waren beim Sonnenaufgang hier und jetzt ist die Sonne, wie man schwer erkennen kann, oben, weil ich sehe gar nichts. Und ja, da ist die Sonne. Wir haben den ganzen Morgen geshootet und es sind so geile Bilder bei rausgekommen. Ihr könnt ihr dann alle auf Instagram sehen. Ich blende euch meinen Instagram mal hier ein. Könnt ihr mir sehr gerne folgen. Und ja, jetzt werden wir uns zurückmachen und wahrscheinlich vielleicht noch ein, zwei Stündchen schlafen, weil wir sind echt müde. Und erstmal einen Kaffee trinken. Nachts um 1:30 Uhr und wir sitzen im Whirlpool. Es ist richtig, richtig chillig und das wollte ich noch kurz mit euch teilen, aber wir gehen jetzt gleich schlafen. Ja, weil 1:30 Uhr, morgen fliegen wir zurück. Sollten wir bald mal schlafen gehen. Open eyes.
Friends, ich bin zurück aus dem Urlaub und ich bin in meiner Heimat und ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber ich bin leicht krank geworden. Die Klimaanlage war richtig strong auf Ibiza, muss ich sagen. Aber ja, mal gucken. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer die nächsten Tage. Ich ruhe mich auf jeden Fall ein bisschen aus und ich bin gerade am struggeln, ob ich mir eine Pizza hole. Wisst ihr, meine Eltern hatten Pizza zum Abendessen und seitdem habe ich richtig Bock drauf. Ich wollte eigentlich so gern Salat essen heute Abend, weil ich gestern Abend ja schon überbackenes Gyros hatte. Aber irgendwie habe ich jetzt so Bock auf Dönerpizza und die gibt es nur hier. Also nur in meiner Heimat gibt es die geilste Dönerpizza und ach, the struggle is real. Ich glaube, ich hole mir eine. Ja, let's see. Ihr werdet es gleich sehen. Leute, das Universum hat so gewollt. Ich habe gerade bestellt und werde mich jetzt gleich auf den Weg machen. Ich muss mal gucken, wie viel Uhr es ist. Es ist 18.10 Uhr, heißt um 35 Uhr ist die fertig. Heißt, ich hole jetzt noch kurz die Wäsche aus dem Keller und muss die andere noch abhängen. Mache ich nachher oder so. Ich muss mit Bounty auch noch rausgehen, aber jetzt erstmal Pizza Priorität. Oh yeah. Leute, ich sag's mal so, wie es ist, ne? Das ist die Große. Früher war die Große halt wirklich groß. Und jetzt ist die Große so groß wie die Kleine und kostet 1 Euro mehr. Was ist das bitte? Aber naja, ich will mich nicht beschweren. Ich schaffe eh wieder nur die Hälfte auf einmal. Also sollte ich mich eigentlich gar nicht beschweren. Da ist Tzatziki und ich habe gerade Wäsche aufgehängt und Wäsche abgehängt. Und Bounty ist voll verwirrt und ich setze mich jetzt auf den Balkon und esse meine Pizza. Friends, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Vlog. Vielleicht bin ich ja irgendwann mal wieder, was heißt vielleicht bin ich mal, ich bin nächsten Monat wieder im Urlaub. Ich bin am Gardasee und da werde ich auf jeden Fall auch ein bis zwei Vlogs machen. Wir waren ja auf Ibiza jetzt nur 4 Tage, also da kam nicht mehr als ein Vlog zustande, aber in Garda, am Gardasee bin ich eine Woche. Vielleicht kommen da 2 Vlogs zustande, ich werde sehen. Und bis dahin, denke ich, kommen wieder Food Diaries oder Food Videos oder gut, auch meine Vlogs haben mit Food zu tun. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und vergesst nicht, Glocke zu aktivieren, um mir auf Instagram zu folgen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.